Hey, und schön, dass du wieder da bist. Ja, in meinem letzten Video habe ich ja darüber geredet, ja, wie das so ist, so viel wahrzunehmen, und bin irgendwie ziemlich in der Natur geblieben, dort, wo ich gerade war. Und nach dem Video kam mir so: Ah, Megan, aber was ist denn, wenn du in der Gesellschaft bist? Was ist denn, wenn du unter anderen Menschen bist? Wie ist denn das da, wenn du so viel wahrnimmst? Und darauf wollte ich heute nochmal eingehen, in diesem Video. Ja, wie ist das, wenn du vielleicht auch so viel von anderen Menschen wahrnimmst und gar nicht weißt, was ist denn meins, was ist deins, wo gehört was hin? Ist es individuell, ist es kollektiv oder vielleicht sogar vom Kosmos oder den Sternen? Und ja, darüber mag ich heute einfach mal darauf eingehen. Ich mag was aus meiner Geschichte erzählen, mag dir erzählen, wie ich damit umgehe und ja, etwas einfach von meinem Weg berichten. Die Sonne scheint heute so schön. Es macht mich so glücklich. Genau. Also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich, sobald ich mit einem Menschen in Kontakt gehe, merke ich körperlich, rein körperlich, physisch bei mir, was bei diesem Menschen gerade präsent ist. A, wo er sich in seinem Körper befindet, ob er sich überhaupt in seinem Körper befindet, wie er geerdet ist, wie er angebunden ist, was für Dysbalancen im Körper da sind. Und kann auch einfach ganz leicht erfragen, was es dann an der Stelle braucht. Ja, und das ist natürlich etwas, was mir in meinem Leben noch nicht immer so bewusst ist. Das heißt, früher saß ich in der Schule und ich hatte sämtliche Körpersymptome und sämtliche Unwohlbefinden und Wohlbefinden und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, weil es mir alles zu viel war. Das heißt, ich war wie so ein, ich habe immer das beschrieben, ich bin wie ein offenes Fass und alle Informationen, die ich so am Tag bekomme, fließen einfach in dieses Fass rein. Und ich habe keinen Filter, der irgendwie schon mal was rausfiltert, bevor es reinfließt. Und irgendwann gibt es Punkt X, da läuft dieses Fass über. Und mein Überlaufen waren halt immer Panikattacken und waren immer irgendwie ja, Ausnahmezustände im Sinne von ja, Explosionen oder halt wirklich ins Gegenteil zu gehen und es gegen mich zu richten. Ganz unterschiedlich. Aber mir war schnell einfach alles viel zu viel. Ich habe nicht mehr als 3 Stunden Schulalltag geschafft. Ich habe auch im Allgemeinen einfach keine normale schulische Ausbildung abgeschlossen, weil ich halt einfach nicht fähig war, 8 Stunden zusammen mit anderen Menschen in einem Raum zu verbringen, weil es einfach so viel für mich war. Ich habe es mir dann immer, am Anfang habe ich mir so gedacht, das sind einfach mir zu viele Geräusche, Gerüche und Geschmäcker und visuelle Dinge, die ich sozusagen wahrnehme. Aber mit der Zeit habe ich festgestellt, dass es halt noch eine Spur tiefer geht. Neben dem, dass ich da das Stiftklicken höre, da das Schreiben höre, da das Reden höre, da das Rascheln höre, da das sehe, 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 da das fühle, 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 schmecke, schmecke, schmecke. Keine Ahnung, war auch das, was ich wahrnehme. Und das war mir zu der Zeit halt überhaupt noch nicht bewusst. Und das ist erst über die Jahre immer mehr in mir entstanden. Und durch diese Zeit, wo ich wirklich ganz viel allein war, konnte sich das entwickeln, herauskristallisieren und ich konnte damit meinen Umgang finden. Also erst als ich mir wirklich menschenfreie Zeit genommen habe in meinem Leben, wo ich viel in der Natur war, wo ich viel mit mir war oder nur mit meinem Hund war und dann immer wieder einen Menschen in mein Feld eingeladen habe und dann sozusagen gefühlt habe, ah, was ist jetzt? Was hat sich verändert? Und dann angefangen habe, erst habe ich angefangen, das alles mit mir weiter zu verarbeiten und irgendwann bin ich in den Kontakt gegangen und habe gesagt, hey, kann ich dir mal mitteilen, was ich gerade wahrnehme und kannst du mal schauen, was in dir davon wahr ist, stimmt, was sich stimmig anfühlt? Und dann haben sich Gespräche darüber entwickelt. Und dann konnte ich damit ins Experiment starten. Das war so meine Experimentezeit. Ich habe mir bewusst Menschen ins Feld eingeladen und gesagt, hey, ich mag mal spiegeln, was ich gerade wahrnehme und sagen. Und du sagst mir mal, was du damit anfangen kannst. Und irgendwann habe ich festgestellt, krass, das ist alles total wahr. Und die Menschen, die sind alle so dankbar und können so viel damit anfangen. Und ja, es gab so richtig viele Klickmomente einfach oder wo was abgesunken ist bei den Menschen. Und ich dachte, ah krass, schön. Also ist dieses Viele doch für etwas gut. Und dieses Viele, was ich wahrnehme, hat ja, hat nicht nur einen Sinn, sondern auch ein ultra großes Geschenk. Das heißt, nochmal Kurzfassung, was du machen kannst an der Stelle, ist A, dir erstmal überhaupt einzugestehen und dir zu erlauben, zu sagen, okay, es kann sein, dass ich etwas
über das Normalweltliche hinweg wahrnehmen kann. Und wenn du in diese Annahme gehst und in dieses, ja, Selbstverständnis gehst, dann kann alles andere erstmal von allein Schritt für Schritt dazukommen. Und im zweiten Schritt zu sagen, okay, dich bewusst in dieses Viele zu begeben und sagen, okay, was höre ich denn alles? Was sehe ich denn alles? Was schmecke ich denn alles? Was sehe ich denn alles? Was fühle ich alles auf meiner Haut? Erstmal überhaupt achtsam mit deinem Alltag in Kontakt zu gehen. Und dann dir immer wieder bewusst Zeiten für dich allein zu nehmen, um wie alles, was nicht zu dir gehört, mal wirklich aus deinem System zu reinigen und nur dich zu fühlen. Dass du wieder, wenn du nur dich fühlst, in den Kontakt zu anderen gehst und immer wieder merkst, ah, krass, da kommt das hinzu, das kenne ich gar nicht von mir. Also ist es vielleicht gar nicht meins. Und irgendwann habe ich dann sozusagen diese Technik entwickelt, zu sagen, ist es meins? Ist es deins? Ist es was Individuelles? Ist es was Kollektives? Ist es was Kosmisches? Ich habe mir angefangen, mir Fragen zu stellen. Und diese Fragen, die ich angefangen habe, mir zu stellen, bringen mir jetzt ganz schnell Klarheit und Sicherheit darüber. Und diese Fragen, mag ich nochmal ganz bewusst einen Fokus drauf legen. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich die Antwort bekomme, das ist deins, dass ich dann komplett sage, das ist deins und das rüberschiebe. Denn ich sehe auch immer meinen Anteil daran. Ich würde es nicht wahrnehmen, wenn ich nicht auch irgendein Resonanzfeld hätte. Das nur mal so als kleiner Nebenaspekt nebenbei, dass ich nicht nur sozusagen alles ins Außen abschiebe. Und ja, kann mich sozusagen vielleicht nach dem Gespräch einfach nochmal mit der Thematik auseinandersetzen und zu gucken, okay, warum habe ich das von diesen Menschen gerade in mein Feld gezogen, angezogen, warum habe ich diesen Menschen gerade in mein Feld gezogen, der die und die Herausforderungen hat, Themen hat, etc. Genau, also ich sehe es auch immer als Geschenk. Einfach als Geschenk an, egal wer in mein Feld kommt, was in mein Feld kommt, was ich fühlen darf. Zu gucken, okay, was hat das mit mir zu tun? Auch wenn ich weiß, okay, im Ursprung liegt es eigentlich erstmal bei den Menschen. Ja. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist tatsächlich meine Abgrenzung geworden. Meine Abgrenzung in dem Sinne, dass ich sage, früher habe ich einfach, ja, ich bin mit einer Strategie aufgewachsen als Kind, die sozusagen darauf aus war, meine Fühler auszustrecken, ganz weit. Meine Fühler und zu gucken, okay, was braucht mein Umfeld? Und in dem Moment, wo ich gemerkt habe, was mein Umfeld braucht und ich das meinem Umfeld geben kann oder mich so anpassen kann, dass es meinem Umfeld gut geht, habe ich mich sicher gefühlt. Das heißt, das ist eine Strategie, die sehr viele Kinder tatsächlich entwickeln, um ja, Harmonie herzustellen, um Liebe herzustellen, um Liebe zu bekommen, um geliebt zu werden. Und durch diese Harmonie, also durch diese Strategie, werden wir sehr feinfühlig und werden wir sehr, ja, nehmen wir einfach sehr viel wahr. Und dieses Geschenk, oder ich sage mal, das beinhaltet ja vieles, ne? Also normalerweise sollten das Kinder nicht tun müssen, weil die Menschen, die sie umgeben, die erwachsenen Menschen, diese Kinder fühlen sollten, für sie da sein sollten und irgendwie diese Rolle übernehmen sollten. Und dennoch, ja, ist es so, wie es ist und das war, wie es war. Und vielleicht auch bei dir. Und da jetzt einen Umgang damit zu finden, kann halt Fluch oder Segen sein. Und der Fluch ist es, wenn du das weiterhin tust. Wenn du weiterhin denkst, du streckst diese Fühler einfach ins Außen aus und übernimmst diese, ja, Therapeuten- oder Helferrolle in deiner Umwelt, um geliebt zu werden, um gemocht zu werden. Nur was ich vor, ja, ich weiß gar nicht, also schon auf jeden Fall vor einer etlichen Weile erkannt habe, ist, dass ich über Grenzen gehe damit. Ich trete in über bestehende Grenzen von Menschen hinweg. Ich greife in Systeme ein. Ich bin damit grenzüberschreitend. Ich fühle in Systeme rein, in die gar nicht reingefühlt werden will. Und als ich mir diesen Punkt klar gemacht habe, dass es zwar ein wundervolles Geschenk ist, zu fühlen,
was vielleicht andere Menschen gerade brauchen, habe ich mir bewusst gemacht, dass ich ja über Grenzen getreten bin. Und habe über diesen Punkt meine eigenen Grenzen entwickeln können, weil ich gesehen habe, ah, okay, ich will das ja auch nicht, dass einfach jemand so in mein System reinguckt und irgendwas macht. Und habe mir dadurch einen gesunden Schutz aufgebaut, sozusagen, dass ich ja, dass ich sozusagen nicht mehr einfach so in fremde Systeme reingucke und fühle, was da gerade los ist. Und sozusagen ab dem Punkt weniger fühle. Und ich dadurch wesentlich entspannter bin. Das heißt, ich fühle jetzt nur noch, wenn mich ein Mensch fragt. Ich fühle jetzt nur noch, was gerade los ist, wenn mich ein Mensch fragt. Sonst bin ich einfach bei mir. Und übernehme keine Verantwortung mehr oder irgendwelche Rollen mehr, die gar nicht von mir verlangt werden, weil das gar nicht mein Job ist. So. Das heißt, wenn ich gefragt werde, hey Megan, kannst du mal gucken, was in mir los ist? Dann kann ich wie meine Welt öffnen, verschmelze mit der anderen Welt und kann das einfach fühlen. Aber so lange bin ich einfach in meiner Welt und bin bei mir und bin einfach gut mit mir, bin geerdet und sonstiges. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich da einfach für mich und mein Leben erkannt habe, was es mir nochmal viel, viel leichter gemacht hat, so viel zu fühlen, weil ich dann plötzlich mal nur mich fühlen konnte. Und die schönen Dinge des Lebens, die einen so umgeben. Also auch wenn ich mit Menschen im Park spazieren war, dann habe ich irgendwann nur noch den Menschen und all das, was der Mensch irgendwie gerade hat, wahrgenommen und gar nicht mehr die wunderschöne Natur. Das, wo ich gerade langlaufe, wo ich gerade bin. Ich habe nicht mehr, also diese, ja, die Natur so schön wahrnehmen können. Und das hat mich dann angefangen, sehr traurig zu machen. Und ab dem Moment, wo ich halt gelernt habe, wieder bei mir zu sein, konnte ich das alles wieder wahrnehmen. Natürlich trotzdem mit den Menschen in Kontakt und im Gespräch sein. Aber es gibt halt Fokusse, die ich setzen kann. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man viel wahrnimmt, Fokusse zu setzen und zu gucken, okay, wo bin ich gerade? Und was nehme ich gerade alles wahr? Und was möchte ich wahrnehmen? Und das sind Übungssachen. Ganz einfach. Das sind Übungssachen. Das sind Sachen, mit denen man experimentieren kann, mit denen du experimentieren kannst. Und was Schönes, was so das Leben leicht macht, neugierig macht, fluffig macht, lebendig macht. Einfach mit dem, was du fühlst und wahrnimmst, ins Experiment zu gehen. Sowohl mit dir selbst, als auch mit anderen Menschen, als auch mit Tieren, Pflanzen etc. Und das kann ein wunderschöner Prozess sein. Genau. Ja. Es gibt immer noch Situationen, auch in meinem Leben, die nicht so allglatt laufen, wie ich sie gerade formuliere. Insbesondere Gruppen. Also 1:1 Kontakte sind bei mir da schon sehr, sehr stabil, was das Wahrnehmen und Nicht-Wahrnehmen angeht. Aber in Gruppen ist das häufig schwierig, wenn dann auch zwei Menschen nebeneinander sitzen oder zwei Menschen schon verschmolzen sind oder ich nicht ganz klar weiß, was meine Rolle in diesem Kreis zum Beispiel ist, wenn das jetzt eine Kreiskultur ist oder so. Genau, dann kann das auch seine Herausforderung mit sich bringen, aber auch wieder seine Geschenke. Also es ist ja immer eine Frage von, jetzt kommt gerade Milo, was, komm her, hast du mich gefunden? Super. Es ist ja immer eine Frage von, ja, in welchen Kreisen befindest du dich und warum befindest du dich dort? Und was ist es, wovon du lernen willst in diesem Kreis? Also ich habe auch gerade dieses Bild, wenn man einfach auf ein Konzert geht und dieses Feeling lebt von dieser Konzertstimmung und in diesem einen besonderen Genre drin ist, wo die Menschen doch eine feine Note, auf einer feinen Note alle irgendwie gleich sind, weil sie die gleiche Liebe zu dem gleichen Künstler mit sich bringen zum Beispiel. Oder einfach jede Musikrichtung so eine ähnliche, gleiche Schwingung in jedem Menschen hervorruft. Dann könnte es ja das sein, worauf du deinen Fokus legst und was du einfach wahrnehmen willst an diesem Abend. Also, ja, es gibt so viel, worüber ich mit diesem Thema reden könnte, merke ich. Und ich merke einfach, dass ich auch immer wieder meinen Faden verliere, weil ich nicht weiß, was dich wirklich interessiert. Was, wo du gerade stehst,
Und ja, was du vielleicht auch gerade brauchst. Das heißt, wenn du irgendwie jetzt in diesem Video gemerkt hast, hey, ja, Maggie, du hast jetzt irgendwie vieles angeschnitten, aber vielleicht kannst du da nochmal tiefer reinzoomen, vielleicht kannst du da eine Lupe drauf bringen. Dann mache ich das total gerne und mache einfach ein neues Video. Oder wenn du auch sagst, ja, ist mir irgendwie zu privat, zu individuell, dann schreib mir einfach eine Mail und wir gucken bei dir rein, wir gucken in dein Feld rein, wo du gerade stehst und was du gerade vielleicht einfach brauchst in deinem Leben dort, ja, wo du gerade bist. Ah, hey.